Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinem allerletzten Video in diesem Jahr. Ho, ho, ho. Habt ihr Vorsätze? Habt ihr euch was vorgenommen für 2024? Ich eigentlich nicht. Also, das, was ich immer mache, ne? Weitermachen. Gut, ich will, das hatte ich aber auch für dieses Jahr vor, mehr an meiner Work-Life-Balance arbeiten. Das ist so eine Sache, das ist das Härteste. Egal, versuchen wir. Diäten und Co. mache ich ja sowieso das ganze Jahr über. Ich bin auch gerade mitten in der Scheinfastenwoche. Ist super. Ich wollte mich für dieses Jahr eigentlich nur verabschieden. Ich nehme euch gleich auch mit zu einem... Guten Tag, der Wald ist wieder offen. Zu einem besonderen Event. Nein, besonderes Event... Wir gehen zu einer Ausstellung. Ich nehme euch mit, ob ich da filmen darf. Weiß ich allerdings nicht. Oder ob ich da zum Filmen komme. Und jetzt nicht abschalten wegen Ausstellung. Ihr werdet sehen, es ist keine Ausstellung, wo man durch ein ruhiges Museum geht und sich irgendwelche Figürchen anguckt. Nein. Lasst euch überraschen. Ich hoffe, ich kann da was filmen. Ansonsten hatte ich überlegt, mache ich ein Best-of? Habe ich schon gemacht. Mache ich ein Q&A? Habe ich schon gemacht. Alles zu Jahresende. Mache ich meinen Jahresrückblick. Ich meine, den kann man immer machen, aber habe ich auch schon gemacht und weiß nicht, die Videos sind alle hier. Kann man gucken, wie man möchte. Ich habe mir jetzt gedacht, ich werde euch einfach jetzt drei Highlights dieses Jahr einblenden, obwohl ich so viele Highlights hatte. Es war ein sehr wundervolles Jahr. Viele schöne Ausflüge gehabt, da waren wirklich richtig geile Sachen bei, da könnte ich mich nicht entscheiden. Ich habe wirklich angefangen, eine Liste zu machen, jeden Monat ein Highlight, das Beste von dem Monat rauszusuchen. Problem war, ich konnte mich nicht entscheiden. Da waren zum Teil zwei Sachen, wo ich gedacht habe, das musst du erwähnen. Ja, vom Mikroabenteuer über Wanderung, wo ich nicht mit gerechnet hätte, dass die so toll waren. Jetzt vor kurzem das Panabora, alles so Sachen. Eigentlich mache ich zu 90% nur schöne Sachen. Es sind wenig Fails dabei. Eigentlich mache ich zu 98% schöne Sachen. Ne? Guckt rein. Guckt rein. Nein, drei Highlights. Dieses Jahr waren drei dicke Highlights. Einmal das allergrößte. Mein Traum von Schweden wurde wahr. Da kann ich euch gerne mal ein bisschen was einblenden. Ausgesetzt an einem deutschen Flughafen kämpfen zwei Dullis 8 Tage und 7 Nächte um ihren Traumurlaub. Sie treten an ohne Vorkenntnisse mit Online-Buchungen von Flügen, Airbnbs und ohne Ahnung, wo der Mietwagen steht. Britt Marie hat eine Buchung bestätigt. Ja, ja, ja. Wer nach so einer Anreise in dieses Cottage eincheckt und noch ein Elch zu sehen bekommt, ist der Gewinner. Mit Kamera, ohne Team, schlechte Verbindung zur Außenwelt, vollkommenes Chaos. Wow, wow, wow. Ja, war vielleicht doch gut, ne, dass wir den SUV genommen bekommen haben. Ja. Was ein Schlachtschiff, Lecko Fanny. Das ist mal ein Schlachtschiff, aber die Piste hierhin, man darf 70 über solche Schotterpisten fahren. Wir waren 40 unterwegs. Ja. So, mit dem Auto haben wir ja schon auf die Kacke gehauen, ne? Jetzt zeigen wir euch unser Airbnb. Das ist hier ein Familienbauernhof gewesen. Und das ist unser Zuhause. Oh,
Oh mein Gott. Ja. Bleib da mal schön. Ersten Blick haben wir jetzt zusammen gemacht. Wir machen jetzt erstmal auf und verschaffen uns einen Überblick. Ne? Jetzt kommt die Schlüsselbox. Man wird hier einfach nur von Schönheit erschlagen, ehrlich. Ich stehe hier gerade oben und habe eine Gänsehaut. Wie schön ist das bitte hier? Boah. Und wie viel Natur und wenig Menschen hier sind. Das ist einfach schön. Oh. Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff. Also man wechselt immer zwischen Sonne und Schatten. Wo gehen wir denn mal hin, um Tschüss zu sagen? Kannst du hier vorne. Genau, Achtung Brille. Hier geht's, ne? Ach, hier so. Mit unserer schönen Haus im Hintergrund. Freunde, das waren jetzt 8 Tage, also an Abreise gut, ne? Schweden, andere Welt, ein Traum. Es war schön, es war schön, es war erholsam, aber wir sind immer noch nicht. Erholt bin ich nicht. Nee, ne? Wir hätten. Aber ich habe die Ruhe genossen. Das ist das, was man vermissen wird. Die könnte ich mitnehmen. Ja, man hört abends sein eigenes Rauschen im Ohr, sein Blutrauschen im Ohr. So ruhig ist das hier. Moskitos ging auch, ne? Hat man ein paar Tage mal. Meine Beine sind gut zerstochen von der letzten Nacht. Also nur der Mückensteckerle bringt es auch nicht. Okay, haben wir den rausgenommen? Ja, den habe ich ja eingepackt. Ach, Freunde, ja, wir sagen jetzt einfach kurz und schmerzlos Tschüss. Oh, ich muss schon wieder schlucken, ey. Ich will hier nicht weg, aber man muss nach Hause, ne? Und das, was uns jetzt erwartet, Autowaschen, Flughafen, das ist unser Albtraum. Du willst aber auch nicht wirklich hier bleiben. Nee, also zum Leben haben wir auch schon gesagt, ist das nicht, ne? Es ist schön, es ist aber, du musst halt überall mit dem Auto hin. Die Wälder sind hier im Moment so ein bisschen spooky, ne? Mit Moosmama und Bär. Ah, egal. Okay. Wir sagen, es war schön. Es war schön und macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschö! Hast du den Schallhorn noch drauf? Ach, ich muss noch ein PS an meine Eltern. Das muss ich noch machen, ja? Ja, ja. Sorry, ich doch nochmal. Ich muss erstmal auch ganz vielen Dank. Scheiße, jetzt muss ich doch heulen. So, kleine Ablenkung schon. Oh. So, kurz und schmerzlos an meine Eltern. Kurz und schmerzlos. So, jetzt aber. Ich bin bereit. Kurz und schmerzlos, ich weiß, meine Eltern werden das auch gucken, von daher der größte Dank geht an euch. Ohne euch könnte ich sowas nicht machen. Der ganze Mist hier ist auf den Nacken meiner Eltern gewachsen. Ich könnte mir sowas halt nicht erlauben. Einfach danke. So, bye. Ja, die Videos dazu sind ja hier eh alle online, von daher will ich das gar nicht zu lange halten. Das zweite Highlight war die Mammutmarsch-Weltmeisterschaft. Das war auch so ein Ding, Premiere, super gelaufen, hat Spaß gemacht, viele von euch getroffen, vielen von euch, mit vielen von euch ein paar Worte wechseln können. Das ist auch für mich immer das Highlight bei diesen ganzen Veranstaltungen. Ja, die WM. Die WM war mein Lieblingsevent dieses Jahr. Und das dritte Highlight, oh, es ist wirklich schwierig, sich zu entscheiden. Wildwald-Vosswinkel-Heich ist ganz oben mit dabei, weil lieb ich einfach dort. Aber trotz Rückenschmerzen und Fail war das für mich dennoch ein Highlight. Und zwar der vor kurzem absolvierte, nicht gefinischte Upplandsteig. Sehr zu empfehlen. Ja. Kilometer 1,5. Check. Wir werden immer wieder so schöne Aussichten haben. Mal gucken, ob das hier mit dem Rheinsteig konkurrieren kann. Obwohl, das ist echt einzigartig. Da hinten sieht man diese Sessellifte, Skilifte. Skiparadies. Ja, die Temperaturen nähern sich.
Merkt ihr was? Aber ich schwitze auf den Rheinsteig und japse da genauso die ersten Stunden, weil ich mich da erstmal wieder dran gewöhnen muss. Das war jetzt eine schöne, knusprige Steigung von dem Städtchen hoch. Fazit, erste Fazit, es gibt einen fetten Armmuskelkater, aber es geht nicht auf den Rücken und das ist das, was wichtig ist. So, wir fetzen auch das Mindset. Okay, ja, Mindset, wenn der Rücken komplett durch ist, dann macht auch Mindset nichts mehr. So, ich kriege wieder Luft, die Nase läuft. Oh, das wird heute Nacht auch kuschelig. Geil. Ich freue mich da so drauf, ehrlich, ihr glaubt das nicht. Das ist wieder so ein Ding, so ein Highlight. Der Straßenlärm nimmt ab. Man riecht Kiefernadeln. Man hört die Vögelchen. Merkst du was? Kilometer 3. Ich hatte wirklich gedacht, nach den ersten Steigungen wird sich zeigen, ob das mit dem Wagen klappt oder ob mein Rücken da irgendwie mit beteiligt ist. Und oh, ich könnte mich gerade so freuen, Leute. Es scheint zu klappen. Da ist meine Plattform. Ach toll, ey. Das ist richtig toll. Es soll heute Abend regnen, deswegen bin ich da eigentlich echt gut geschützt vor Wind und Wetter. Oh, eine Ömmelbank. Versteht ihr jetzt, warum ich diesen Platz haben wollte? Oh, und Mülleimer habe ich auch und eine Ömmelbank. Ihr wisst, ja, ich wasche mich gleich. Ich mache hier noch eine Nacht. Das schaffe ich ja alles gar nicht, was ich hier machen möchte. Knaller! Ich wollte mich erst waschen, ne? Mache ich auch. Ich gucke gleich mal auf meine Uhr, die lädt da noch im Wagen. Ich glaube 26 Kilometer, 27 haben wir wieder gefetzt. Check. Geil. Ich bin ein Kampfschwein, ja. Beim Rheinsteig bin ich auch mal so abgegangen, aber das ist nicht schön. Also mit Fahrradanhänger macht es nicht, seht ihr. Mir läuft so runter und mein Herz explodiert gleich. Ach du Scheiße, wie hoch geht denn das? Also Freunde, na gut, wenigstens ein Gutes hat es auf diesen Steigungen, merke ich den Rücken nicht, aber sonst, es war heute Nacht mit dem Liegen auch schon geil. Auch kann ich hier mal irgendwo parken? Oh. Ja, die Power, die hole ich schon irgendwo, aber das ist jetzt schon so eine Sache für den Rücken. Ich komme nicht weiter. Und es ist auch kein Schwanz hier unterwegs. Ich wäre mir auch nicht so schick zu fragen, ob mir jemand mal helfen kann. Die würden auch alles sagen. Also ich glaube, das wird hier meine letzte Etappe sein. So schön der Steig ist. Und so sehr ich mal einen Through-Hike machen möchte. Aber das funktioniert nicht. Wir gucken mal. Oh. Ja, weiter geht's. Ich mache euch jetzt wieder aus, weil das ist noch schlimmer. Mit Kamera und der Tasche. Ist ja Tierquälerei. Was ist so schön. Mein Kopf sagt wieder, hey, die 25 fetzt auch noch, wenn du 15 Stunden brauchst. Aber mein Rücken sagt was anderes. Na, wir gucken mal. Wir gucken mal. Alles kann, nichts muss. Aber ich will. Oh, den letzten Meter. Entschuldigung, ich brauche das immer. Ah, das sind auch die Sachen, die ihr dann auf den Mammutmärschen nicht hört, weil ich das rausschneide oder gar nicht erst filme. Ich kann ganz schön geil fluchen.
Blöde Schweinesau. Oh, hallo Baum. Ich nehme dich jetzt mal. Oh! Mann! Nimm das, du Mountain! Damit sind wir auf dem Vulkanpfad. In einem halben Kilometer kommt Naturschutzgebiet Grodenberg und eine Schutzhütte. Okay. Nimm das. Seid immer neugierig, ne? Ich stinke, aber Schatz. Ach nein, die lässt sich auch noch anfassen. Ja, ihr Süßes. Oh, ruhig. Ruhig. Ach nein. Oh, ich könnte die jetzt so durchwursteln. Ich muss immer an meine Allergie denken. Ne? Ich habe keine. Guck mal. Tschüss, ihr Süßen. So, ich darf mir jetzt mit der Hand nicht ins Gesicht fassen. Sind die alle so zutraulich hier? So, Gepäck und weiter geht's. Wo steht's denn? Im Nebel sehe ich nichts mehr. Oh mein Gott, hat das Zelt gelitten? Das sieht ja aus. Und selbst die Luftmatratze ist noch nass hier vorne. Das wird ein Genuss. Irgendwie habe ich hier doof abgelöst. Oh, da fehlt ein Haken. Da muss ich noch irgendwo festhalten. Aber ist mal erstmal hier das. Das ist mal etwas, was ohne Anstrengung geht. Der Haken stört mich. Geht ja gar nicht. Schlampe. Yeah, pompe da, pompe jam, pompe da, pompe, pompe, pompe. Über sowas freue ich mich. Glaubt kein Mensch. Ach, ich fühle mich hier richtig wohl wieder. Gut. Hm. Hm. Oh. Oh. Hm. So, dann machen wir uns halt jetzt mal gemütlich hier. Oh. Die nasse Jacke. Na. Hm. Mhm. Und gucken noch ein Filmchen oder so. Mache ich sonst nicht auf Touren, da gucke ich wirklich stundenlang einfach doof in die Bäume. Aber ich habe jetzt hier gerade nur Straßenlärm. Hm. Schmuggelware von Egmont, Elmont, wo war ich denn? Von der letzten Plattform. Mehr mache ich nicht als Jahresrückblick. Sonst A wird das Video zu lang, B, ihr kennt ja alles, ne? Der treue Zuschauer kennt alles. Ja, dann heißt es für mich jetzt, meine Matschepampe kochen. Ich muss jetzt noch schnell, ach, ich habe keine Uhr, mein Mittagessen um 11 Uhr machen, weil es dann gleich nach Dortmund geht. Und da sehen wir uns wieder. Wir sind in Dortmund. Oh, guck mal, ich da, oh, scheiße, da habe ich ja noch das hier drauf, wie das heißt. Phoenix de Lumière. Die Mammutmarschler unter euch werden diese Ecke hier kennen. Das ist nämlich der Start vom Dortmunder Little Mammutmarsch. Und Truppe ist komplett. Ich freue mich. Ein Alex. Wenig verweht, aber ansonsten komplett. Aber Alex vom Binde. Alex. Von Dings verweht. Mann vom Dings verweht Herr Alex von Alex. Herr Nachbar. Alle da. Und Sturmfrisur am Start. Ja. Wir haben uns jetzt die Show gegeben, wie hieß es nochmal? Unendliche Weiten Weltallkosmos. Irgendwie so. 16 Euro Eintritt waren das jetzt, statt 15 wegen Feiertag. Wer kommt denn da? Tralala. Und Beurteilung? War gut. Cool. War schön, ne? Extrem interessant. Ja, schön gemacht. Schön gemacht. In den ersten zwei Minuten bleibt man nicht schwindelfrei irgendwie, ne, durch das Ganze. Ja, wir sind halt zu einem ungünstigen Zeitpunkt reingekommen. Ja, das stimmt. Aber Herr Nachbar sagt nicht gut. Gut.
Ja, teuer. Also der Preis ist schon ein Knaller, finde ich auch. Also 16 Euro, das geht eine Stunde, ne? Aber theoretisch kann man da drin bleiben und sich das auch zweimal geben. Ich glaube, das macht nichts mehr. Nee. Oder dreimal. Oder dreimal. Geh mal in Kino, bist du auch nicht viel billiger. Ja, stimmt. Naja, wir gehen jetzt noch ein bisschen spazieren. Ich blende euch an dieser Stelle, oder ich habe es euch vorher eingeblendet, ein bisschen was von der Show rein. Und es ist ganz schön schwindelig. Man hat das Gefühl, es bewegt sich ja alles, aber man steht. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wir fahren. Wir werden hier auf dem Laufband und wir fahren hier durch. Aber irgendwie geil. Ich hoffe, man gewöhnt sich daran. Wo sind die Männer? Hinter dir ist einer. Und hinter mir ist einer. Senek. So, die Begrüßung machen wir nachher draußen, wenn wir ein bisschen Licht haben. Dieser Pfeiler begrüßt sich mit, wenn du den anguckst. Also auf den Boden gucken ist noch nicht. Da, Herr von Hallex. Wir haben die Rückseite, immerhin. Freunde, das Video neigt sich dem Ende. Was ich als erstes sagen möchte ist, Dankeschön euch für eure Treue, für eure lieben Kommentare, fürs Zuschauen, fürs Fahrrad. Nein, Fahrrad von vorne. Achso, ich wollte gerade sagen, Fahrrad brauche ich auch nicht. Ihr Lieben, bleibt gesund, kommt gut rüber ins neue Jahr, lasst es krachen, aber ohne Böller, ne? Na gut, es wird dieses Jahr eh vergebene Liebesmühe sein. Die werden dieses Jahr wieder alles geben, aber wer kann, verzichtet drauf. Wer nicht, wer es braucht, okay. Habt Spaß, ist egal. Hauptsache, ihr kommt gesund und glücklich ins neue Jahr. Auf dass eure Vorsätze euch gelingen. Ja. Oh, ich bin nicht der Freund der romantischen Worte. Leute, let's fetz auch im Jahr 2024. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Wollt ihr auch noch was sagen? Senek? Willst du dich verabschieden fürs alte Jahr? Bis nächste Mal. Bis nächste Mal, genau. Kurz und schmerzlos, so wie wir ihn kennen. Alex vom Hallex. Ich ja. Nimm doch selber hier das Ding, ey. Was soll Stimmt, das? Ich mach das ja sonst auch zwischendurch. Ja, nun nimm doch mal das Ding. Also, 2023 waren schon viele Märsche, 24 Folgen noch mehr. Wir sehen uns. Ja, und nicht nur das Video neigt sich dem Ende zu, auch das Jahr. Und ich glaube, das ist ganz gut. Kann nächstes Jahr nur besser werden. Ja, bitte. Genau. Ein Jahr voller Rückenschmerzen und Scheiße, aber es war ein wundervolles Jahr. Scheiße. Fahrrad von hinten, von allen Seiten. Die wollen euch auch noch ein frohes Neues wünschen, ne? Das macht die immer. Ihr Lieben, normal geht es nicht bei mir, die, ne? Dem sind die Girlanden vom Wind aber ein bisschen durcheinander gegangen. Komm, wir machen genau. Hier hast du noch schönen Hintergrund. Wo hast du einen Hintergrund? Da. Ja, wo ist, da sehe ich nichts von. Da. Ach so. Ach ja. Guck mal, hinter, ja, auf, ja, komm Senek, komm nach geht vorne. Geht nicht, du musst weiter nach da gehen, sonst kriegst du da nicht drauf. Bück dich, ihr Lieben, es bleibt chaotisch wie immer und daran wird sich nichts ändern. Ich sage, geht raus, bewegt euch, bis zum nächsten Video, tschüss! Bücken macht Rücken.